Morgen, letzter Tag heute. Ups, die Linse. Wir haben gepackt. Alle sind bereit. Jetzt geht's nach Bernau und dann noch zu meinen Eltern aufs Grundstück und dann endet unsere Tour. Oh, Aufbruch 10.30 Uhr Richtung Bernau. Die letzten Kilometer unserer Tour. Geht zum Bahnhof Bernau. Da mit dem Zug bis in die Südspitze von Berlin. Und dann zu meinen Eltern aufs Grundstück, wie schon gesagt. Die Fälle. Wow. Lanke, Villa am See. Jetzt nochmal durch den Wald. Lobetal erreicht. Damit sind wir mal wieder auf dem Berlin-Usedom-Radweg. Ein Stückchen bis Bernau. Und damit in Ladeburg. Bernau erreicht. Irgendwo da hinten ist er. So, Bahnhof Bernau erreicht. So, Bernau erreicht. Jetzt geht's Richtung Ostkreuz, dann ist König Wusterhausen und dann ist Fiedersdorf. Wir sind im nächsten Zug Richtung König Wusterhausen. Oh, Fiedersdorf erreicht. Jetzt noch ein Stück bis Kolberg und dann Hammers. Fiedersdorf. Die letzten Meter, Kilometer. So, machen wir noch mal Stopp hier an der Fischerei am Wölzer See. Jetzt sitzen wir hier noch in Blosin am Hafen und machen noch ein Päuschen.
In der Fischerhütte, da gibt es sehr schön Räucherfisch, aber wir haben jetzt keinen Appetit auf sowas. Dann hat sich mal einen schönen Döner geholt. Döner und Köder. Das zählt nicht vor Aufbaubier heute, sondern Ankunftsbier. Dann sind es noch 4 Kilometer, dann sind wir da. Indoor Fließ. Damit erreichen wir gleich Kolberg, das Ziel unserer Reise heute. So, Kolberg erreicht. Sie hoch. Bis zum Grillowatsch. Tagesziel erreicht. Wir sind in Kolberg angekommen. Guten Tag. Guten Tag. Ziel herzlich erreicht. Ja. Deutschlandreisen. Morgen geht's nur noch mal nach KW und dann wartet. Ach, schön, lieber Onkel. Bis morgen, denn der Rest ist privat. Heute ist Samstag. Wir wollten jetzt eigentlich starten, Kerstin wieder nach Chemnitz, ich nach Hause, aber es regnet wie zu Beginn des Urlaubs. Wahnsinn. So, nun endgültig der letzte Tag. Natürlich wieder mit Regen gestartet. Ist jetzt 10:30. Bringen den Kerstin jetzt noch zum Bahnhof nach Bestensee. Dann werde ich auch nach Hause dampfen. Läuft Gräberdorf. Bestensee erreicht. Das ist Bestensee. Wir befinden uns am Bahnhof in Bestensee. Jetzt hat der Regen auch endgültig aufgehört. Carsten würde von hier mit dem Zug starten nach Chemnitz und ich fahre den Rest noch nach Hause. Abschlussszene. Welches? Carsten steigt ein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hat mich gefreut. Ja, nun ist Carsten weg. Wir haben uns verabschiedet. Waren schöne 3 Wochen. Und ich habe jetzt noch die paar Meter bis nach Hause. Und Königs Wusterhausen. Und somit heute. So, der letzte Kilometer ist angebrochen. Gleich erreiche ich Eichwalde.
Da haben wir es. Ja, hier in der Ortschaft muss es mächtig gestürmt haben. Einige abgeknickte Bäume. Aber jetzt kommt die Sonne raus zum Abschluss der Tour. Ja, das waren noch schöne 3 Wochen. Sehr viel gesehen. Nette Leute kennengelernt unterwegs. Wetterkapriolen erlebt mit Regen, Sonne, Hitze die letzten 2 Tage. Und insgesamt wären es 84 Kilometer, wenn ich denn gleich da bin. Damit auf die Zielgerade einbogen. Friedensallee. Das sieht ja verheerend aus hier. Mal wieder keine ordentliche Absage gemacht. Dann aus dem Off. Nächster Film folgt. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.